So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Freiheit durch Wahrheit. Ich hatte heute einen Impuls, ein ganz besonderes Video zu machen über die deutsche Sprache. Kann es sein, dass Deutsch nicht nur eine der ältesten Sprachen der Welt ist, sondern vielleicht sogar die älteste Sprache, aus der alle anderen hervorgegangen sind? Klingt für einige abwegig, der Gedanke. Wenn man sich aber damit beschäftigt, rückt die Vermutung immer näher in den Fokus. Ist der Fall zu Babel die Beschreibung des Falles, dass die alte deutsche Sprache zerteilt wurde? Wir wissen, dass die lateinische Sprache 500 vor Christus aus der indogermanischen hervorgegangen ist. Ebenso gibt es viele Sprachwissenschaftler, die bestätigt haben wollen, dass Altaramäisch, das Jesus Christus sprach, tatsächlich dem Althochdeutschen und dem Indogermanischen näher ist als Sprache, als allen anderen Sprachen gemein ist. Landenmann, der das Bild Weltbilderschütterung geschrieben hat, behauptet sogar, dass Aramäisch eigentlich Alamännisch bedeutet. Wir werden heute Folgendes machen. Wir werden einen Teil des Buches, ein paar Seiten zusammenlesen und entsprechend interpretieren. Und dann schauen wir uns mal an, was der so sagt. Und dann könnt ihr euch ja euer eigenes Bild machen. Ja, Landmann, Weltbilderschütterung, und ich habe auf Seite 18 jetzt angefangen, mit euch mal den Text zu lesen. Da legen wir jetzt los und schauen uns mal an, was er schreibt, und macht euch euer eigenes Bild. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Dieser Mann hat ja nicht nur selbst über 10, ich glaube 12 oder 13 Sprachen beherrscht, war Sprachforscher und konnte auch die althochdeutsche Sprache. Und ist des Lateines natürlich auch bemächtigt und konnte dadurch interessante Verbindungen ziehen, über die wir heute sprechen, an die sich wohl bisher kaum ein anderer herangetraut hat, weil es nicht in das öffentliche Geschichtsbild passt. Also, schauen wir mal rein zusammen. So. Gehen wir vom Ungarischen zum Türkischen. Er vergleicht also die Sprachen und viele Sprachen jetzt erstmal im Einzelnen, in einigen Wörtern mit der althochdeutschen Sprache. Und es ist sehr interessant, was dabei rauskommt. Hier haben wir folgenden Text. Gehen wir vom Ungarischen zum Türkischen isinde, gleich innen. Ist eben althochdeutsch, is in de, ist in der. Ortada. Gleich Mitte im Türkischen ist eben aus dem Althochdeutschen der Ort da. Und Döner-Kebab, eine türkische Speise, ist eben Althochdeutsch Döner-Kebab, die zusammengebappte Nahrung. Denn Althochdeutsch Nähr ist die Nahrung, wie eine Nährung, und Anna sind die Eltern. Das war im Althochdeutschen so. Die Ahnen. Und die vielen rumänischen Familiennamen auf Anu, wie Sakianu, Sachsen-Ahne, und tausende andere sind eben das althochdeutsche Anu, der Ahne. Ebenso wie der griechische Gott Uranus als Macediotisk erhalten ist, der Urahne althochdeutsch der Urano ist, der Urahne. Und wenn das Wort Mazedonisch in den althochdeutschen Glossen als Macediotisk erhalten ist, so haben wir hier nicht nur die ursprünglich richtige sprachliche Form des Wortes vor uns, sondern wir erkennen zugleich, wer die Mazedonier waren. Die Masse
der Deutschen, so schreibt Landmann, die deutsche Masse. Denn das heißt dieses althochdeutsche Wort nun einmal. Wenn ein Fluss im sumpfigen Tal des alten Edo in Tokio in Japan Sumigawa heißt, dann ist es eben althochdeutsch Sumpfig-Awa, die sumpfige Aue. Die heutigen Japaner haben nur den PF-Laut eliminiert, nicht nur in diesem Wort, sondern in ihrer gesamten Sprache. Und Dawa und Massawa in Äthiopien sind Orte, die den hochdeutschen Namen Awa, die Aue, tragen. Und wenn im gleichen Land der Diktator Mengistu die Vornamen Heile Miriam trägt, so ist es eben althochdeutsch die Heilige Marie. Oder der Ex-Kaiser des Landes sich Heile Selassie nennt, so ist es eben althochdeutsch Heilig Sela, die heilige Seele. Und jetzt kommen wir, deswegen habe ich diesen Abschnitt gewählt, zu Südamerika, zu Mesoamerika, zu meinen Lieblingsthemen über das Thema Azteken und Mayas. Mit dem Thema ich mich schon sehr lange beschäftige. Ich lebe ja auch in Südamerika. Wenn die Azteken das Wort Yuhualtecatl haben, so ist das der gewaltige Gott. Neben dem Quetzalcoatl, dem althochdeutschen Quetzalcoatl, dem allwissenden Gott. Wir kennen ja auch heute das Wort Wissen, Quiz ist daraus entstanden. Ne? Wenn die südamerikanischen Indios den Gott Wotan tatsächlich, wir wissen, dass die Azteken Wotan verehren, da habe ich auch schon in meinen Beiträgen drüber geschrieben. Spannend, denn der ist ja nach der Mythologie der Völker von Mittelamerika nach Südamerika gekommen. Er kommt aus dem hohen Nordwesten und war weiß. Und er wird mit Viracocha, Veracocha, Kuvara, Pachikuti, Kuvara, Huatana. Viracocha nennt sich auch Hiracocha. Und ich weiß, dass er rothaarig und weiß gewesen sein soll. So beschreiben es die alten Indios in ihren Überlieferungen. Also ein Europäer. Spannend. So liegt hier das altdeutsche Veracoto, der wahre Gott, Kotwara. Ebenso wahrer Gott sowie Wotankot. Pacha ist eine sehr entstellte Form von Wotan in einigen Dialekten. Und wahrer Gott Wotan, Kuvara Huatana. Und warum werden viele Schöpfergötter, die ja etwas machen, wenn sie etwas schaffen, mit dem althochdeutschen Form des Wortes machen, Macher bezeichnet, Erschaffer natürlich. Auf den Osterinseln, auf denen ich auch schon war, gibt es Make Make. Warum heißen die Namen für Gott in allen möglichen Sprachen entweder immer nach dem höchsten Gott der alten deutschen Teut, nämlich Theot, Deus, Theotl, Tod, Pharao Tod in Ägypten, ein ehemaliger atlantischer Priester, der in das Land Chem gereist ist und auch die Pyramiden gebaut hat. Tod habe ich ja schon mittlerweile identifiziert, ist identisch mit Kukulkan und Quetzalcoatl. Spannend. Und mit dem Sohn Enkis, Ningish-Sita, dem Bruder von Marduk, der in Ägypten auch als Ra bekannt war. Wir haben Zeus, Ziu, Theo. Wobei auch Zeus in der Mittelmeermythologie mit Sicherheit abgeleitet wurde von Ziu. Ja? Der Rune Tivats. Oder sie gehen, wie wir oben sahen, und noch Legionen von Beispielen bringen können auf das althochdeutsche Wort Kotto zurück, wie das ungarische Wort für Schöpfer, Alkotto, Alkot oder Alkot, also Allgott. Weil wir berücksichtigen müssen, dass im Althochdeutschen alt sowie die Bedeutung hoch als auch die Bedeutung altehrwürdig besaß. Almahu, Almahu, arabisch Allahu, nur der Buchstabe M ist herausgefallen. Almehenkot gleich steht zigmal in den Chilambalam-Büchern der Mayas, den heiligen Schriften der Mayas hier in Südamerika. Den Chilambalam, über das ich auch schon oft gesprochen habe, in dem auch über den Werte- und Weltenwandel ab 2012 gesprochen wird.
Und das Wort Chilambalam oder Chilam ist nur die konjugierte Form des althochdeutschen Wortes Chil, Chil, gleich heilig. Und heilige Bücher sollen es ja sein. Und sind sie ja. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass das arabische Salam alaikum, das ist echt scharf, ebenso wie das hebräische Shalom, das ist noch besser, nicht Friede sei mit euch ursprünglich bedeutet, sondern sollen alle reinkommen. Leute, das ist natürlich interessant, wenn wir die kurze Vergangenheit dessen betrachten, was hier in Deutschland in den letzten Jahren passiert ist. Beziehungsweise dem Englischen, dem Angelsächsischen, shall come. Shalom shall come. Sollen sie kommen. Ja. Diese Erkenntnis wird vielen Leuten, vielen Ideologen von vielen politischen Seiten her nicht passen. Und sie werden es mit unfairen Mitteln bekämpfen. Ja, den Text, der jetzt kommt, den werden wir uns ein bisschen aussparen. Wir wollen ja nicht, dass das YouTube-Video gesperrt wird. Ihr könnt gerne auf Pause drücken und es euch selbst durchlesen, was in dem Bereich hier zu finden ist. Wir gehen weiter mit den Mayas. Wenn es oder warum gibt es im Vokabulario der Mayatan, dem, glaube ich, ältesten erhaltenen Maya-Wörterbuch, und natürlich in den meisten nachfolgenden Wörterbüchern dieser Sprachen und Dialekte, nicht nur das Wort Bil, das Beil bedeutet, sondern auch das Synonym zu Beil, nämlich Axt. Und zwar in reiner althochdeutscher Form. Achus, Aches. Sowie sogar die Zusammensetzung gibt es bei den Maya-Schriften. Hachbil, das deutsche Hackbeil. Sowie die dazugehörigen Verben. Hach, gleich hacken, und Po, althochdeutsch Po, pochen. Warum gibt es dort, erläutert, das ist wirklich, das fand ich sehr interessant, tatsächlich bei den Mayas die Wörter Werchteta, Tincheta, Huicheta, Pocheta, Sacheta. Fünf. Sie haben richtig gelesen, fünf Synonyme zum deutschen Wort. Wir haben Werchteta oben, also Werktag, Wochentag. Wir haben den Sacheta, den Sachtag, den Tincheta, den Tingstag, Tingetag. Das ist der Dienstag. Und die heute angelsächsische Form Weekday, Huicheta. Von denen heute Sachtag und Tingetag schon lange nicht mehr im Sprachgebrauch sind. Dass man die Bedeutung in dem Wörterbuch in diesem Fall falsch übersetzt hat, ändert wenig daran, zumal auch in dem Wörterbuch dieser Formen als Synonyme zusammengeführt wurden. Und warum gibt Emilio Alcala in seinem Maya-Wörterbuch nicht wissend, welch geradezu verheerenden Irrtum er begeht, das Maya-Wort für Schriftzeichen Hieroglyphe mit, wie er meint, synonymen Wörtern Hubuo, Tab, Wur, Tab an. Nun, er erkennt nicht, also schaut es euch an, das Wort Bu, Tab, Fu, Tab. Okay, vergleichen wir tatsächlich mit dem, was Landmann über das Althochdeutsche schreibt. Dort gibt es den Begriff Buchstab. Buchstab, der Buchstabe. Nur ein S ist verloren gegangen. Der Name des Inka-Herrschers Atahualpa, Vater des Volkes. Denken wir dran, Ata, althochdeutsch der Vater. Vater, Ata. Und Alpa war das Volk. Denken wir an die Alpen. Warum so ein reiner althochdeutscher Name? Man muss dazu sagen, dass gewisse Völker natürlich gewisse Buchstaben einfach in andere verdreht haben, weil sie sie entweder nicht aussprechen konnten oder zu faul waren. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Begriff, das ist gut in Deutschland. Wenn wir allein deutsche Dialekte nehmen, dann kommt irgendwann das Wort bayerisch guat raus. Wenn wir das schreiben würden, wäre es G-U-A-T auf einmal oder G-U-A-D. Oder die im Rheinkreis Köln, Aachen spricht man jut, dat ist jut. Das S wurde durch ein T ersetzt, dat, und G wurde durch ein J ersetzt, jut. Ihr seht, es gibt dort ganz starke Unterschiede in der Aussprache, die wirklich nur durch Austausch eines Buchstabens entstehen können.
Und schon haben wir eine völlig verzerrte Sprache, die wir kaum noch deuten können, wenn man zwei Buchstaben austauscht. Und so entstehen andere Sprachen natürlich auch. Ja? Das angeblich aus dem Lateinischen entlehnte Wort vagabund, das aus zwei urdeutschen Wörtern zusammengesetzt ist, nämlich vaga, vega, bewegen und bunt. Dieses Wort wird in anderer Sprache als farabundi, zum Beispiel die Farabundi Mardi in El Salvador bezeichnet. Hier wird das deutsche vega, vaga, bewegen durch das althochdeutsche fara, fahren, farabundi, der vagabund, Fahrt ersetzt. Wie ist es möglich, dass eine sogenannte romanische Sprache, wie das dort gesprochene Spanisch, ein angeblich lateinisches Wort wie vagabund, das aus zwei deutschen Grundwörtern besteht, eines dieser Grundwörter durch ein anderes in seiner althochdeutschen Form ersetzt? Wer hier noch von einem Lehnwort, also einem ausgeliehenen Wort in einer anderen Sprache spricht, oder ein latinisiertes Etymologie huldigt, dem sollte man verbieten, die Sprachwissenschaft, oder den sollte man verbieten, Sprachwissenschaftler zu nennen. Sehr polarisierend. Bleiben wir beim Latein, bin ja auch so drauf, und seinen angeblichen Sprachabkömmlingen. Der Mond, der die Launen der Menschen und ihren Gemütszustand nach altem Glauben beeinflussen soll, mit dem Lateinischen, mit dem, man höre und staune, althochdeutschen Wort Luna, die Laune, bezeichnet. Weil das deutsche Wort Mond im Lateinischen und den anderen vom altfränkischen Dialekt des althochdeutschen abstammenden Sprachen schon die Welt als Mundus, Mundo, Monde oder Mondo bedeutet. Im Althochdeutschen. Ja? Also schon besetzt ist. Und ist ein Mond, ein Himmelskörper wie Erde oder auch andere Planeten, denn letztlich keine Welt. Eine der frühesten Erwähnungen des Wortes Horoskop, da habe ich ja auch schon einiges drüber geschrieben, aus dem Wort Horoskop, Horus, ne, der ägyptische Gott Horus, der Gott des Sonnenaufgangs, des Lichts, wogegen Set ja des Untergangs war. Sunset, nach Set benannt. Hour, H-U-R, die Stunde nach Horus, wie auch Horoskop zum Beispiel. Ja, oder Horizont. Ja, fand ich in einem griechischen Nachdruck des Almagest. Almagest ist zurückzuführen auf das althochdeutsche Almahu, Almatest, der Allmächtige. Dieses Buch, das wie so viele völlig falsch übersetzt sein muss, gilt heute als ein Buch über Sternenkunde. In diesem Buch erscheint nun häufig das Wort Uroskopein, was nichts anderes ist als das hochdeutsche Urarsgapf, sein, urerschaffen sein, was sich natürlich auf den Almagest, den Allmächtigen, bezieht. Heute erzählt man den Leuten, die alten Völker hätten alle noch und noch an Horoskope geglaubt. Das deutsche Wort tun hat, wie man sehen kann, wenn man ein althochdeutsches Wörterbuch schaut, viele Formen, darunter die Form tion. Das wird auch spannend. Tion. Nun gibt es jede Menge Substantive in der deutschen, wie auch anderen Sprachen, die auf die Endung tion, zion, enden. Zum Beispiel Information, Installation, Implantation. Das Merkwürdige ist, nun oder besser für mich ist es nicht mehr bemerkenswert oder merkwürdig, sondern ganz logisch und zwangsläufig folgend aus den Ergebnissen meiner sprachwissenschaftlichen Forschung, dass, wenn man diese Wörter zerlegt, diese Wörter, die ja angeblich im Deutschen fast alle Lehnwörter sein sollen, zum Beispiel Information zu Information, immer gute und sinnvolle althochdeutsche Satzteile herauskommen, die genau der Bedeutung des Wortes entsprechen. Niemals aber in anderen Sprachen, von denen sie ja angeblich stammen sollen. Also, Information heißt im Althochdeutschen in die Form tun. Installa
Aktionen heißt im Althochdeutschen in die Stelle tun. Implantation heißt in die Pflanze, Pflanzung tun. So wie hier mit dem Wort tun, kann man es auch mit dem Wort sein und seinen althochdeutschen Form Zinn, Sinn, Sein machen oder mit anderen deutschen Verben. Und immer gibt es nur im Deutschen einen sollen, einen vollen, leicht zu erkennenden Sinn, nie in einer anderen Sprache. Ja, Pfingsten lesen wir auch noch, das ist interessant. Das Wort Pfingsten, das in manchen Sprachen als Pentakosta, Pentekote oder ähnlichen Formen bezeichnet wird, soll angeblich vom griechischen Wort für die Zahl 50, Penta, kommen. Denken wir auch ans Pentagramm. Für die zweite Silbe Costa hat man aber keine Erklärung. Das, so sagt Landmann, ist gelinde gesagt ein schlechter Witz. Im Althochdeutschen heißt Pfingsten nämlich Finnkosta. Tatsächlich, wir finden die Bedeutung. Was erzählt nun die Christenbibel? Sie erzählt unter anderem, dass der Teufel den Gottsohn versucht haben soll. Der Teufel, den die Bibel auch den Feind Find oder den Versucher, denkt man die Kinder, Findas in der Oralender-Chronik, oder den Versucher, althochdeutsch Kostari, kosten, versuchen, kommt auch daher. Costa ist althochdeutsch, die Versuchung. Das Wort Pfingsten kommt also vom Hochdeutschen, vom Althochdeutschen. Find Costa, die Versuchung durch den Feind. Es ist später lediglich ein D verloren gegangen und mit einem griechischen Penta 50 hat es überhaupt nichts zu tun, so wenig wie das Pentateu, wie wir noch sehen da. Als die Welt erschaffen, aufgebaut und erbaut wurde, soll es das Tuhu Wabuhu gegeben haben, was man mit Chaos übersetzt. Landmann sagt lächerlich. Wenn man irgendwo etwas erbaut, dann wird gepocht und gehauen. Auf jeder Baustelle. Und das Hauen und Pochen heißt im Althochdeutschen Tehuwa-Bohu. Tehuwa-Bohu. Huwa hauen, Bohu pochen. Und bei den Mayas, bei den Kich, heißt es genauso. Spannend. Es hat alles wohl eine Wurzel. Es gibt ja auch die Chakren im Indien, genauso wie bei den Mayas. Auch sieben nennen sich fast gleich. Das althochdeutsche Cherub fand ich auch interessant, wegen den Cherubim, die benannt wurden in der Bibel, bedeutet geraubt. Man beraubt ihn, ist im althochdeutschen Cherub, Cherubim. Man beraubt ihn. Da Rauben meistens mit dem Schwert oder anderen Waffen erfolgt, macht man aus der Wortfolge, man beraubte ihn, einen des Paradies mit dem Schwert bewachenden Cherubim. So einfach ist das, wenn man Sprachwissenschaft mit Fantasterei verwechselt. Okay, machen wir an dieser Stelle Halt. Jetzt geht es nämlich ins Japanische. Ich fand das jetzt sehr spannend. Ihr seht, es hat scheinbar bewusste und nachvollziehbare Gründe, warum man die deutsche Sprache seit langer Zeit vernichten will. Wir wissen, dass es an einziger Stimme gescheitert ist, dass Deutsch die Weltsprache wurde und das von einem so kleinen Völkchen, einem so kleinen Land oder einem Gebiet. Wir wissen auch, dass jedes Jahr immer wieder Hunderte und Tausend Wörter aus dem Duden gestrichen werden, neue hinzugenommen werden, die zum Beispiel aus anderen Kulturen kommen, dass verenglischt wird, verspenglisch wird, dass unsere Wortstämme rausgenommen werden, und man die deutsche Sprache massiv entstellt hat. Die Sprache der Dichter und Denker. Es gibt tatsächlich keine einzige Sprache auf der Welt, in der man, wenn man sie beherrscht, Dinge so fein, exakt, fühlig in Worte, im Detail erfassen kann, um eine Emotion auszulösen, wie die deutsche Sprache. In diesem Sinne, ich glaube, das war ein kleines Video, das mal wieder zum Nachdenken anregt über unsere eigene Sprache,
über unsere Herkunft, über unser Volk, wer wir waren, dass wir vielleicht sogar die eine Sprache auf der Welt letztlich gestellt hatten, unser Volk. Und was heute daraus gemacht worden ist, erscheint dadurch absolut lächerlich. Ihr Lieben, wie immer, seid gesegnet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf meinen nächsten Beitrag. Vielleicht dann auch wieder genau eine weitere Lesung aus dem Buch von Landmann oder wir machen weiter mit dem Buch des Enki. Da bin ich ja auch noch nicht fertig, aber wir bleiben dran. Es bleibt spannend. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, ciao.